Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem nächsten Video. Heute geht es um die Eröffnung meiner kleinen Verlosungen. Denn ihr habt natürlich abgestimmt, vorgestern bei meinem letzten Video, ob ihr lieber einen großen Contest haben wollt oder viele kleinere Verlosungen. Die meisten waren tatsächlich dafür, viele kleinere Gewinnspiele zu veranstalten, weil so natürlich alle Abonnenten von mir und alle Zuschauer teilnehmen können, weil natürlich nicht alle in der Lage sind, Videos zu drehen und hier hochzuladen. Und weil ich gern allen Zuschauern die Chance geben möchte, zu gewinnen, werde ich jetzt natürlich mich nach eurem Wunsch richten und die kleineren Verlosungen veranstalten. Aber diejenigen, die ein großes Make-up schminken wollen und wirklich an einem richtigen Make-up-Contest teilnehmen wollen, da werde ich so gegen Jahresende nochmal was veranstalten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Da könnt ihr auch zum Zuge kommen und noch ein bisschen kreativ sein. Und da könnt ihr auch dort was Schönes gewinnen. Also, die Verlosungen werden jetzt höchstwahrscheinlich jede Woche stattfinden, denn ich habe mal wieder ein aktuelles Thema gefunden, auf das ich mich dabei beziehen möchte. Wer meine Videos schon länger schaut, weiß, dass ich bei meiner letzten Gewinnspielserie mich auch auf ein sehr aktuelles Thema bezogen habe, was euch auch sehr interessiert hat, nämlich Deutschland sucht den Superstar, also DSDS. Da habe ich euch immer gefragt, was glaubt ihr, wer heute rausfliegt? Ihr habt dann eure Tipps abgegeben als Kommentar, ich habe den Gewinner ausgelost und so konntet ihr ein paar schöne Preise gewinnen. Diesmal möchte ich das ähnlich handhaben, nämlich, ratet mal, was ist gerade aktuell und was schaut ihr, soweit ich immer mitbekomme, auch ganz, ganz gern, natürlich gerade Popstars. Popstars läuft, morgen Abend entscheidet sich dann, wer unter die Top 10 kommt. Ich bin schon sehr gespannt und ich möchte das auch wieder zum Anlass nehmen, ein paar schöne Preise an euch loszuwerden. Das heißt, ihr sollt einfach eure Tipps abgeben, wer eurer Meinung nach in der immer folgenden Folge dann gehen muss. Es sind ja zurzeit noch 11 Mädels da, morgen wird sich wieder eine verabschieden und ja, ich lese euch jetzt eben nochmal die Namen vor, wer alles noch dabei ist. Ich kann leider keine Fotos einblenden wegen der Urheberrechte, das ist ja vollkommen klar, aber wer Popstars schaut, der weiß sowieso, wer das ist. Also es ist einmal Claudia, Diba, Esra, Ines, Jenny, Julia, Katrin, Maike, Pascalin, Sarah und Jonka. Also 11 Mädels, die alle super Stimmen haben, meiner Meinung nach. Meine persönlichen Favoriten sind Sarah, Julia, Pascalin und Esra. Also die haben so wahnsinns Stimmen, das haut mich wirklich vom Hocker. Welche sind denn eure Favoriten? Das würde mich echt interessieren. Aber in erster Linie sollt ihr jetzt hier in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach morgen gehen muss. Schwierige Entscheidung, sie sind ja alle sehr gut, aber vielleicht zeichnet sich ja eurer Meinung nach schon was ab, wer so langsam durch das Raster durchfällt. Also, postet mir einen Namen, ihr dürft auch mehrfach schreiben. Und jetzt natürlich, was könnt ihr gewinnen? Das wollt ihr natürlich absolut gerne wissen. Und jetzt stelle ich euch natürlich den Preis vor, den der Glückliche oder die Glückliche da nach Hause geschickt bekommt. Es handelt sich hierbei um ein Körperpflegeset und zwar von der Marke Finial, was ich im letzten Video schon angesprochen habe, dass Finial mir da die Preise zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Zum Ersten kriegt der glückliche Gewinner nach Hause ein 200 ml Körperpeeling der Linie Vitality, um die Haut von abgestorbenen Hautschuppen zu befreien. Zum Zweiten passen dazu 200 ml Vitality Duschgel. Und zum Dritten, wenn die Haut dann schön glatt, gepeelt und gereinigt ist, noch die passende Bodylotion, auch 200 ml Vitality Bodylotion für euch. Also, wenn ihr Lust habt, die drei schönen Produkte zu gewinnen und nach Hause geschickt zu bekommen, dann nehmt doch einfach jetzt am Gewinnspiel teil. Es ist jetzt eröffnet und es läuft bis zum Ende der morgigen Popstars-Sendung. Das heißt, noch bevor die Entscheidung fällt, bis dahin könnt ihr eure Tipps abgeben. Wenn die Entscheidung dann beginnt, dann ist hier natürlich auch Cut. Das heißt, die Kommentare, die dann geschrieben werden, zählen nicht mehr. Also schaut morgen auch zu, passt gut auf. Und ja, ich hoffe, dass genau du dann das wunderbare Finalset nach Hause geschickt bekommst. Viel Spaß beim Teilnehmen. Ich wünsche euch was. Und die Auflösung gibt es dann natürlich nach der Show, wahrscheinlich Freitag oder Samstag. Seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß und würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Video und macht's gut!